Ich rufe Tagesordnungspunkt 27 auf, Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Hessen ergreift Initiativen zum Arbeitsmarkteinstieg von Flüchtlingen und setzt Vorrangprüfung aus, Drucksache 19-3748. Das ist der Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Und dazu wird sprechen der Abgeordnete Bocklet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Ja, Sie haben recht, Herr Kollege Röckse. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser Setzpunkt heute beginnt mit der Geschichte vor ziemlich genau einem Jahr. Vor genau einem Jahr begann eine ganz große Anzahl von Flüchtlingen über Ungarn nach Deutschland und auch nach Hessen zu kommen. Es ist ziemlich genau ein Jahr her. Nach Hessen sind seitdem rund 100.000 Flüchtlinge gekommen. Das war auch rückblickend noch einmal auch aus unserer Sicht ein großartiger humanitärer Akt der Bundeskanzlerin, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Flüchtlinge aus Ungarn hierher kommen konnten. Und ich glaube, das gilt es auch von unserer Seite auch noch einmal zu würdigen. Ein mutiger Schritt, ein humanitärer Schritt und, wie wir finden, auch heute noch ein richtiger Schritt. Aber damit war auch relativ schnell klar, mit diesen vielen Menschen, die nach Deutschland und vor allem auch nach Hessen kommen, ist eine sehr große Herausforderung verbunden, nämlich die Frage, wie werden wir mit diesen Menschen umgehen, wie werden wir sie empfangen, wie werden wir sie willkommen heißen, wie werden wir sie versorgen und wie werden wir sie betreuen und am Ende des Tages, wie werden wir sie integrieren können. Das sind die Fragen, die sich in diesem Herbst gestellt haben. Und ich muss sagen, ohne dass man großartig übertreiben muss, dass Hessen hier einen vorbildlichen Start hingelegt hat. Hessen ist das Bundesland mit dem größten Aktionsplan mit weit über 1 Milliarde €. Dieser Aktionsplan sucht seinesgleichen. Es gibt überhaupt nur ein zweites Bundesland, das überhaupt noch einen Aktionsplan hat. Das ist Bayern mit 500 Millionen €. Damit sieht man, Hessen ist überragend bundesweit vorbildlich umgegangen. Ein Integrationsplan, ein Aktionsplan für Integration von Flüchtlingen und für gesellschaftlichen Zusammenhang, das ist ein Meilenstein in der Integrationspolitik. Auch das gilt es heute zu würdigen. Und gestatten Sie mir die Exkursion zu der Frage, was macht die Bundesregierung in diesem Zusammenhang? Ich will nicht zu tief gehen und ich will auch nicht zu polemisch werden, aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, würde die Bundesregierung, hätte die Bundesregierung schon im Herbst 2015 einen solchen Aktionsplan für ganz Deutschland aufgelegt, wir hätten heute ganz sicher andere Diskussionen am rechtspopulistischen Rand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hätten weniger Probleme, wir hätten mehr Mittel und Rahmenbedingungen dafür, dass Flüchtlinge gut versorgt und betreut werden würden. Wir hätten weniger Sorgen und Ängste auf dem rechten Rand und andere Wahlergebnisse, wie sie sich momentan einstellen. Ja, das betrifft beide Parteien. Also es ist ja CDU und SPD, die die Bundesregierung stellen. Ist es bei beiden Seiten, haben Sie da nicht mit Ruhm bekleckert? Es geht mir auch nicht so sehr um diese Frage, sondern es geht mir darum, um den Appell an die Bundesregierung aufzuhören mit diesem Kleinkrieg. Die einen rufen aus München, das ist nicht gut, und die anderen rufen Sigmar Gabriel rufen, das ist nicht gut, was passiert, anstatt sich endlich hinzusetzen, seine Hausaufgaben zu machen und die Flüchtlinge adäquat zu integrieren. Das wäre das Gebot der Stunde. Und darüber kann kein Zweifel bestehen. Natürlich ist einer der Schwerpunkte zur Frage der Integration, der Schlüssel zur Integration, ist die Frage, wie bekommen wir die Menschen in Arbeit. Wir wissen, Deutsch wird von kaum einem der Flüchtlinge gesprochen. Andererseits sind sie hochmotiviert, wie wir festgestellt haben. Ich habe viele Einrichtungen besuchen können. Die jungen Männer sitzen dort, die Großteil sind ja junge Männer, sitzen dort und wollen gerne arbeiten. Und ich bin sehr froh, und deswegen haben wir auch diesen Setzpunkt heute gemacht, weil wir noch einmal auch signalisieren wollen, dieses Land hat sich viele Gedanken darum gemacht, wie wir die Flüchtlinge und dann später die anerkannten Asylsuchenden oder auch die Bürgerkriegsflüchtlinge dazu bekommen, dass sie tatsächlich bei uns integriert werden können. Wer Hesse sein will, Hesse wird. Wie es dazu kommt, ein eigenes Einkommen zu erwerben, eine eigene Wohnung und ein eigenes selbstständiges Leben aufzubauen. Der Schlüssel dafür sind natürlich jetzt ein Bündel von Landesinitiativen zur Integration in den Arbeitsmarkt. Und hier ganz besonders hervorzuheben innerhalb des Aktionsplans ist natürlich, die regionale Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets wurden aufgestockt
auf 25,5 Millionen € stehen in diesem Jahr zur Verfügung. Mit diesen zusätzlichen Mitteln wird das Land zusammen mit den Kommunen passgenaue Angebote, vor allem, das ist das Allerwichtigste, zur Sprachförderung, Beratung und Qualifizierung von Flüchtlingen entwickeln. Und es gibt jetzt ein ganzes Bündel, das ich nur kurz streifen will, aber der wichtigste Schwerpunkt ist natürlich Wirtschaft integriert. Als Landesinitiative, das wurde im April 2016 gestartet vom Wirtschaftsministerium, mit diesem Gemeinschaftsprojekt vom Hessischen Wirtschaftsministerium, der Regionaldirektion Hessen, der BA, der Hessische Handwerkstag, die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Industrie- und Handelskammer, das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft, wurde ein großes Netzwerk geschaffen. Und dafür stehen 11 Millionen € bereit, damit es tatsächlich eine nahtlose Förderkette gibt für Menschen, die zu uns gekommen sind, von der Berufsorientierung hin zum Berufsabschluss. Die Zielgruppe, auch das gilt es noch einmal im Hinterkopf zu behalten. Da gab es ja auch eine Neiddebatte nach dem Motto, die da jetzt alle kommen, denen gibt man vieles, und der sogenannte Altbestand, für die gibt es so wenig. Nein, auch hier ist es so, dass die Zielgruppe nicht nur die frisch angekommenen Flüchtlinge sind, sondern alle unter 27 Jahre, die noch nicht genug Deutsch sprechen, um eine Ausbildung ohne Hilfe zu absolvieren. Auch junge Deutsche mit Migrationshintergrund und EU-Zuwanderer, für die ist der Weg dort offen. Die Vorbereitungen finden dort statt auf Ausbildung im Handwerk. Am Anfang steht eine Berufsorientierung. Schließlich können Sie dort 3 Monate lang praktische Erfahrungen sammeln in unterschiedlichen Berufsfeldern, um am Ende dann auch sozialpädagogisch begleitet einen Übergang zu finden in Ausbildung, Einstiegsqualifizierung. Und am Ende soll natürlich eine richtige Qualifizierung stehen mit einer Ausbildung. Und dafür wurden 700 Plätze bei der Einstiegsqualifizierung und weitere 400 Ausbildungsplätze werden mit 4.000 € pro Platz gefördert. Ich finde, das ist in der Tat ein hervorragendes Programm, das vor allem innovativ ist, weil es erkennt, was schon viele Programme als Defizit beschreiben, nämlich nicht zu warten, da kommen fertige Flüchtlinge, fertige Menschen, die alles schon haben, und die geben wir jetzt in eine öffentlich geförderte Ausbildung, sondern die erkennen, die brauchen zunächst eine Orientierung, parallel dazu Sprachkurse, dann brauchen sie noch einmal eine Einstiegsqualifizierung und dabei noch eine Begleitung, damit es auch wenige Ausbildungsabbrecher gibt. All das finde ich einen innovativen Ansatz dieses Programms. Dieses Wirtschaft-Integriert-Programm ist hervorragend, und wir müssen allen Beteiligten dafür ganz herzlich gratulieren und danken. Ja, ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass auch das möglich geworden ist, weil diese Zielgruppe natürlich, die darf kein Arbeitsverbot haben. Und Sie alle wissen, dass es bisher schwierig war, bis zum 15. Monat eine Arbeit aufnehmen zu können oder eine Ausbildung. Das ist nun mit der Vorrangprüfung, die abgeschafft wurde, möglich. Auch das ist ein großer Erfolg. Auch dafür haben wir viele Jahre, lange Jahre gerungen. Jetzt ist es möglich, ab dem 4. Monat nach der Registrierung hier eine Ausbildung oder eine Arbeit aufzunehmen. Auch das ist ein großartiger Schritt. Hessen setzt das flächendeckend um. Das ist ein wirklich gutes Signal für die Integration von Menschen mit Flucht. Bisher, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wirtschaft integriert ist aber nur ein richtig großer, guter, wichtiger Baustein. Aber ich will nicht unerwähnt lassen, dass wir viele weitere Maßnahmen haben, noch im Wirtschaftsministerium. Zweitens gut ausbilden. Wir haben drittens qualifizierte Ausbildungsbegleitung, QAB. Die Initiative Pro Abschluss, auch Olof wurde angepasst auf diese Zielgruppe. Und wir haben auch ein Bündnis für Ausbildung Hessen. All diese Programme im Wirtschaftsministerium wurden geöffnet für die Zielgruppen. Wir haben im Kultusministerium natürlich InteA, ein wichtiges Programm. Wir haben im Sozialministerium die Frage der Arbeitsmarktbudgets und Ausbildungsbudgets wurden noch einmal aufgestockt. Die berufsbedingten Sprachförderungen wurden aufgestockt. All das sind eine umfangreiche Aufstockung, Verbreiterung, Intensivierung aller Maßnahmen für Flüchtlinge, die hier nach Hessen kommen. Wir wollen diese Menschen tatsächlich integrieren, und wir lassen es nicht nur bei politischen Absichtserklärungen, sondern wir unterfüttern das mit Akteuren, mit Netzwerken und vor allem mit Mitteln und Rahmenbedingungen. Ich finde das ein großartiges Ergebnis nach einem Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will am Ende meiner Rede aber nicht eins unerwähnt lassen. Wir haben noch eine Fülle von Problemen vor uns. Wir merken, dass es geschlechtsspezifisch noch einige Probleme gibt. Wir wissen, dass vor allem Frauen sehr wenig diese Fördermaßnahmen in Anspruch nehmen.
Daran wollen wir arbeiten. Wir suchen Ansätze, noch deutlich bessere Anreize zu schaffen, damit auch gerade die zu uns geflüchteten Frauen noch schneller, noch besser die Fördermaßnahmen annehmen. Wir haben noch eine Fülle anderer weiterer Probleme und Herausforderungen. Wir wollen hier nichts schönreden. Aber es gilt auch noch mehr Wohnungsbau zu machen, die Betreuung, Fallmanagement, auch beim Arbeitsmarkt, bei der Psychotraumata, bei allen vielen Fragen, die im Raum stehen, ist für uns klar, wir haben noch nicht jedes Problem gelöst. Aber was ich heute feststellen will, für die GRÜNEN und ganz sicherlich auch für die CDU-Fraktion, wir haben den klaren politischen Willen, jede Flüchtling, der hier nach Hessen kommt, eine Perspektive zu geben, eine Zukunft zu geben. Wir haben den politischen Willen, diese Menschen zu integrieren. Und wir lassen es nicht nur bei der Willenserklärung. Wir haben mit diesem Aktionsplan einen wahrhaften Meilenstein gesetzt. Und nur so, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur so kann es gelingen, dass wir diese Menschen integrieren. Und nur so können wir auch am Ende des Tages sagen, wir schaffen das, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächster Redner spricht nun Kollege Kasseckert von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2015, 2016, das waren die Jahre der humanitären Hilfe. Über 1 Million Menschen suchen Zuflucht in Deutschland, und wir haben ihnen Schutz und Unterkunft gewährt. Deutschland hat in diesen zurückliegenden Monaten viel geleistet. Die Verwaltung musste angepasst werden, sie musste aufgebaut werden. Es ging unter Beteiligung des Ehrenamtes in einer beispiellosen Art und Weise, wofür wir allen an dieser Stelle noch einmal herzlich danken. Wir haben, und auch das können wir hier in diesem Haus mit Fug und Recht behaupten, in Hessen Hervorragendes geleistet. Wir haben vor dem Winter allen Flüchtlingen eine feste Unterkunft in Hessen bieten können. Und damit ist die Aufgabe des Jahres 2015 oder der Jahre 2015, 2016 mit der Unterbringung der Flüchtlinge zunächst einmal erledigt gewesen. Zwischenzeitlich hat sich die Flüchtlingslage etwas beruhigt. Folge einer Reihe von Maßnahmen in Europa, wie Grenzkontrollen, wie Hilfe in den Herkunftsländern oder auch Hilfe an die Staaten, die die EU-Außengrenzen zu sichern haben. Die Folge ist der Rückgang von Flüchtlingen, auch wenn damit für diese Menschen in den Herkunftsländern die Probleme noch lange nicht gelöst sind. Was aber heißt es für uns hier in Deutschland? Wenn die Zahlen zurückgegangen sind, wenn wir alle ein festes Dach über dem Kopf geboten haben, dann folgt jetzt eben die Aufgabe der Integration. Und das ist im Gegensatz zur Unterbringung, wie ich meine, eine Herkulesaufgabe. Mehr als 1 Million Menschen sind in der Bundesrepublik. Und jetzt folgt die Aufgabe, zunächst einmal zu prüfen, wer hat tatsächlich Anspruch nach unserem Asylgesetz. Und das bedeutet für einige Menschen Perspektive auf ein selbstbestimmtes, auf ein lebenswertes Leben hier in der Bundesrepublik. Aber auch für andere, und das ist die traurige Wahrheit, der Rückkehr in ihre Herkunftsländer, da ein Staat allein wie die Bundesrepublik die Last dieser internationalen Flüchtlingswelle sicher nicht alleine lösen kann, auch wenn ich in jedem Einzelfall Verständnis habe für die Sehnsucht und die Hoffnung, die diese Menschen mit ihrem Weg nach Europa auf sich genommen haben. Für die Anspruchsberechtigten, und für die haben wir im Sinne der Integration auch hier Anstrengungen zu betreiben, für die Anspruchsberechtigten eröffnet sich eine Perspektive auf ein gutes Leben, auf ein selbstbestimmtes Leben in Frieden und Freiheit in Deutschland. Und dabei geht es nicht darum, dass Sie staatliche Unterstützung von uns wollen und immer auf staatliche Unterstützung angewiesen sein wollen. Ganz im Gegenteil, es geht um Integration in unsere Gesellschaft, in unser Arbeitsleben und natürlich auch in unsere Kultur. Die Frage ist, wie packen wir das an? Was ist zu tun? Kollege Bocklet hat es schon ausgeführt, Sprache ist ein Schlüssel für die Integration. Und deshalb all diese Maßnahmen, die der Kollege schon dargestellt hat, ich will sie nicht wiederholen, beginnen mit den Sprachkursen. Erleichterung in den Arbeitsmarkt, sinnvolle Tätigkeit, eine Ausbildung, Talente erkennen, nutzen und sie fördern, das ist das, was das Gebot der Stunde heute sagt. Ziel muss es sein,
einen selbstständigen Lebensunterhalt für die vielen Flüchtlinge zu erreichen. Und dabei ist unser Motto, und auch das muss deutlich sein, fördern und fordern. Wir wollen nicht staatliche Transferleistungen auf Dauer bieten, sondern wir wollen den Menschen Hilfestellung geben zur Selbsthilfe, fördern und fordern. Wie soll das gehen? Deutschland, denke ich, ist in der glücklichen Lage, über einen stabilen und auch gut vernetzten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verfügen. Die Integration von Flüchtlingen ist möglich. Förderung und Qualifizierungsmaßnahmen wurden geschaffen. Auch hier hat der Kollege Bocklet viele dieser Programme genannt, erfolgreiche Programme wie Wirtschaft integriert, die Angebote schaffen von Berufsorientierung bis zum Abschluss der Ausbildung und der Integration in den Beruf. Sprache, ich habe es bereits gesagt, ist ein Schlüssel zur Integration. Und deshalb werden viele Mittel unseres Haushaltes im Jahr 2016, 17, 11 Millionen Euro immerhin in die Sprachförderung für Berufseinsteiger investiert. Und auch die Berufsförderung hat an insgesamt 16 Standorten bereits begonnen, und weitere werden folgen. Ich will an der Stelle deutlich Dankeschön sagen, weil wir als Politik nur Rahmen setzen können. Wir können Mittel zur Verfügung stellen, aber ich will Dankeschön sagen den teilnehmenden Unternehmen. Die Mitarbeit der Wirtschaft beim Asylkonvent im Februar 2016, der Wirtschaft und arbeitenden Unternehmen 2016, 13 Partner, die sich daran beteiligt haben, die sich dieser Aufgabe verschrieben und verpflichtet fühlen. Und auch hier, glaube ich, muss man ein herzliches Dankeschön sagen. Aber ein weiterer wichtiger Schritt, der weithin diskutiert wurde, ist der Wegfall der Vorhangprüfung. Auch hier haben wir schon darüber gesprochen. Ab dem vierten Monat kann ohne Vorhangprüfung künftig eine Erwerbstätigkeit möglich sein. Bisher ging das erst ab dem 16. Monat, also eine deutliche Verbesserung. Ich habe selbst in meinem Wahlkreis in Gesprächen mit Unternehmen genau dieses Problem erfahren, dass Unternehmer Asylbewerber hatten, die geeignet waren, die motiviert waren, die aber eben nicht eingestellt werden und beschäftigt werden konnten, weil es das Beschäftigungsverbot gab. Und erst nach dem 16. Monat, also eine lange Zeit in Deutschland, wo oft junge Menschen warten, sinnlos warten, wenn auf der anderen Seite Arbeit zur Verfügung steht und sie nicht erbracht werden kann. Deshalb ist der Dank, und das will ich an dieser Stelle auch sagen, an den Minister Stefan Grüttner zu richten, der sich hier für den Wegfall der Vorhangprüfung stark gemacht hat, dass wir sie hessenweit auch so einsetzen können. Und das, glaube ich, ist etwas, eine Öffnung, die unser Arbeitsmarkt verkraftet. Wir haben hohe Beschäftigungsquoten, wir haben niedrige Arbeitslosenzahlen, wir haben eine gute Wirtschaftslage. Wenn nicht jetzt, wann dann können wir die Hilfe, die die Menschen brauchen, auch anbieten. Das bringt Abbau von Hemmnissen, das schafft Abbau von Bürokratie, auch für die Betriebe. Ich habe es an dem Beispiel eben genannt. Und die zielgruppenspezifischen Maßnahmen, die das Land beisteuert, sind mit 25,5 Millionen Euro im nächsten Jahr eine hohe Summe, die damit zumindest eine Grundlage schafft, dass verbesserte Möglichkeiten zur Arbeitsmarktintegration entstehen. Ich will zum Schluss zusammenfassen. Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass wir unsere Werte und unser Grundgesetz ernst nehmen. Auch wenn Diskussionen darüber notwendig sind, wie sich Europa als Ganzes verhält und was ein einzelnes Land in der Lage ist zu leisten, Deutschland hat Verantwortung in dieser Frage übernommen und bewiesen. Wir wollen denen, die rechtmäßig und auf Dauer in Deutschland bleiben, nicht nur Hoffnung und Perspektive geben, sondern ganz konkrete Maßnahmen zur Hilfe und Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt anbieten. Und dabei gilt, wer hier lebt, muss die deutsche Sprache beherrschen, muss unsere Werte und unsere Kultur respektieren und bereit sein, sich selbst einzubringen, ganz nach dem Motto fördern und fordern. Und damit kann die Integration von Flüchtlingen am Ende für beide Seiten eine Chance bedeuten. Für den einen eine Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben, für unser Land eine Chance auf den Gebieten der Demografie und der Fachkräftesicherung. Lassen Sie uns anpacken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute
das Thema Flüchtlingspolitik auf der Tagesordnung stehen, eine besondere Ausprägung, über die wir hier diskutieren wollen, die Frage, wie integriert man Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, da muss man bei dem Thema immer trotzdem noch einmal zwei Sätze voranstellen, weil wir hier eine Debatte führen, wenn wir über das Thema Flüchtlinge sprechen, dass man und der Integration von Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, diese Debatte kann man wirklich nachhaltig und vernünftig nur führen, wenn dieses Land endlich ein Einwanderungsgesetz hätte, das sich auch sozusagen den Namen auch verdient. Und dieses Einwanderungsgesetz ist die Grundlage dafür, dass sich Menschen hier überhaupt integrieren können. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Junge Menschen werden eingeladen von einem Abgeordneten im Hessischen Landtag, weil er denkt, auch ich zeige den jungen Flüchtlingen mal, wie Demokratie funktioniert. Das Einzige, was die jungen Menschen in der Gespräch danach interessiert, können Sie mir helfen bei der Frage, ob ich hierbleiben kann oder nicht. Das fixiert diese Menschen natürlich im Denken ungemein. Die Frage, habe ich hier überhaupt eine Zukunft und kann ich mir wirklich nachhaltig etwas aufbauen? In dem Moment, wo die Angst da ist, dass das nicht möglich ist, wie soll ich so einen Menschen davon überzeugen, dass es klug für ihn ist, Deutsch zu lernen, intensiv zu lernen, eine Ausbildung zu machen, anstatt vielleicht irgendwo Bargeld für Arbeit zu bekommen, dass er seiner Familie schicken kann oder dass er vielleicht dringend auch für sich braucht. Das ist jetzt keine erfundene Geschichte. Ich war bei einer IHK, die sehr intensiv versuchte, einen Flüchtling zu integrieren, der auch sehr gut geeignet war, der dann von der Frage stand, mache ich eine langfristige Ausbildung mit nicht vorhandener Bleibeperspektive womöglich oder versuche ich Geld zu verdienen. Und wenn ich den Menschen, die ich integrieren will, nicht eine dauerhafte Bleibeperspektive bieten kann oder zumindest einen Rahmen biete, wo ich den Menschen ein Angebot mache für eine Dauerperspektive, wo ich sage, wenn du das und das erreicht hast, dann hast du auch die Möglichkeit, dauerhaft da zu bleiben. Also das Prinzip von Fördern und Fordern vielleicht einsetze. Aber es muss eine Perspektive geben, sonst kann Integration nachhaltig einfach nicht funktionieren. Und das ist natürlich eine große Bremse bei der Frage Integration in den Arbeitsmarkt über das Thema Ausbildung. Weil das erst eine große Investition ist, ein großer Aufwand mit der Befürchtung, es war völlig umsonst. Und darum möchte ich diesen Appell noch einmal voranstellen. Ich weiß, dass es eigentlich nur eine Partei, also es gibt nur eine Partei im Deutschen Bundestag oder auch hier im Plenum, die ein Einwanderungsgesetz, das man so nennen darf, wirklich ablehnt. Das ist die Union. Manchmal, wenn man die Kanzlerin hört, verwundert, dass das heute immer noch so ist. Weil ohne das ist jegliche Initiative deutlich erschwert. Ich glaube, das muss man einfach voran mal sagen noch. Es wird auch viel darüber gesprochen, ist jetzt die Entscheidung im September letzten Jahres von der Bundeskanzlerin klug gewesen oder nicht klug? War es eine historische Entscheidung? Ich glaube, diese Entscheidung hat uns eins klar gemacht, eigentlich in Form eines Katalysators, dass Themen, die wir vielleicht verdrängt haben, die wir glaubten, aussetzen zu können, jetzt in einer Wucht auf uns zugekommen sind, die wir vorher nicht so hatten. Aber das Thema war ja trotzdem vorher bekannt. Seit zwei Jahren oder anderthalb Jahre, zwei Jahre vor diesem intensiven Zuzug der Flucht der Menschen zu uns, war ja schon eine enorme Anwachsen der Zuwanderung gewesen. Da war ja schon hier die Debatte, was können wir tun, um die Menschen besser zu integrieren. Und natürlich, warum haben wir ein Integrationsministerium? Wir wissen, dass wir ein Problem haben mit Parallelgesellschaften. Wir wissen, dass wir ein Integrationsversäumnis in unserer Gesellschaft haben. Wir wissen, dass es gerade auch das Thema Islam ist, was viele Menschen in unserer Gesellschaft umtreiben. Wie gehen wir mit dem Islam auch um? Wir wissen, wir erleben das ja in Symboldebatten mit der Burka zum Beispiel, dass das die Menschen umtreibt. Das ist jetzt durch diese Flüchtlingssituation, die wir vor einem Jahr hier hatten, ist dieses Problem viel stärker zu uns gekommen. Aber es war immer da. Das Thema war immer da. Und jetzt ist es aber auch so, dass wir da es in einer besonderen Ausprägung da ist, es auch politisch mehr auf der Agenda haben und dass wir jetzt auch handeln müssen. Und da möchte ich an dieser Stelle, da vertue ich mir ja nichts, hier die Grünen mal ausdrücklich loben an dieser Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur ein Spaziergang war, für Hessen diese Regelung durchzusetzen.
könnte ich mir denken, dass es nicht nur ganz einfach war und dass das eine Lösung ist, wie sie in anderen Bundesländern so nicht gibt. Von daher glaube ich, ist es okay, dass man hier auch einmal deutlich sagt, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und er könnte jetzt nach Karten sagen, das ist überfällig, das hätte viel schneller kommen müssen. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, und dabei soll es auch bleiben. Und das zweite Lob, was ich aussprechen möchte, ist ausdrücklich, dass man das Thema hier auch einmal mit dem Thema Wirtschaft aufhängt. Weil es ist eine ganz wichtige Frage, gelingt es uns, die Menschen, die zu uns gekommen sind, in unsere Wirtschaft zu integrieren? Das ist eine der wichtigsten Fragen für die Akzeptanz der Zuwanderung. Es wird keine Akzeptanz in Deutschland geben für Zuwanderung, wenn das eine reine Zuwanderung in die Sozialsysteme ist. Die Akzeptanz wird nicht da sein, sondern es muss eine Akzeptanz sein, eine Zuwanderung in eine Gesellschaft, die den Zuwanderern Chancen bietet, und die Zuwanderer sollen diese Gesellschaft bereichern. Nur so ist Akzeptanz möglich, und da spielt der Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle. Darum finde ich das gut, dass es hier auch mal unter diesem Aufhänger gelaufen ist. Das ist mein zweites Lob an dieser Stelle. Ich möchte aber noch ein bisschen Ergänzung und auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, nicht um jetzt die Stimmung hier zu verderben, sondern einfach mal den Handlungsrahmen aufzuzeigen. Ich war vor wenigen Tagen in einer Arbeitsagentur. Und mit Abgeordneten aller Parteien waren wir eingeladen, und dort wurden wir einmal mit realen Zahlen konfrontiert. Also realen Zahlen, was haben wir denn bis jetzt schaffen können? Also 4.000 in dieser Gebietskörperschaft gibt es rund 4.000 Flüchtlinge, und wir haben gut 30 in den Arbeitsmarkt integriert. Und dazu wissen wir nicht einmal, ob das die sind, die nur ein Jahr da sind. Das konnte man statistisch nicht feststellen oder konnte man uns nicht sagen, sondern wahrscheinlich sind es sogar noch Flüchtlinge, die sogar länger da waren, und mehr als die Hälfte in reiner Helfertätigkeit. Also wir sehen, dass diese Problematik enorm ist, weil die Herausforderung einer Ausbildung im dualen System ja eine qualitativ hochwertige ist, die auch nicht verwässert werden kann und auch nicht soll. Und darum ist auch das Programm, das jetzt hier aufgelegt worden ist, sicherlich nicht unwichtig oder ist ein wichtiger sogar. Man kann sagen, vielleicht sogar ein wichtiger Bestandteil. Man muss aber sehen, wenn man sieht, wer das Programm trägt, sind ja auch alle Akteure eigentlich im Boot. Jetzt muss man natürlich sehen, dass man jetzt versucht, auch die bürokratischen Hürden abzubauen. Wir haben das Problem, ist er in dem einen Rechtsregelbereich, also im Asylbereich, dann ist womöglich die Arbeitsagentur zuständig, ist er hat er einen Duldungsstatus, dann ist wieder eine andere Behörde, das SGB II zuständig. Also wir haben wieder hier ganz viele in unserem fein ausformulierten Rechtsstaat natürlich ganz viele Hürden, die immer automatisch entstehen, wenn man mal richtig was voranbringen will. Und darum ist da auch viel energische Verwaltungshandeln der Regierungen Bund und Land notwendig, auch in der Arbeitsagentur, um hier die Möglichkeiten zu verbessern. Und diese Weiterbildung und Unterstützungsleistungen sind sehr, sehr wichtig. Es gibt keinen Engpass bei den Unternehmern, um Stellen für Flüchtlinge zu finden. Es gibt keinen Engpass bei motivierten Flüchtlingen. Aber es gibt noch einen Engpass bei der Frage, wer ist qualifiziert genug, um eine Ausbildung überhaupt machen zu können. Und das heißt, er muss sinnerfassend lesen können. Er kommt aus einem Land, in dem er eine ganz andere Sprache gesprochen hat. Und das ist natürlich in kürzester Zeit nicht zu leisten. Und darum muss uns auch klar sein, dass das nichts ist, was wir in 2-3 Jahren gelöst bekommen. Und darum ist eigentlich auch enorm wichtig, dass diese Strukturen immer mehr verbessert werden, dass die Unternehmer nicht mit Bürokratie dabei belastet werden und dass die Flüchtlinge oder diejenigen, die sich einbringen wollen, nicht durch bürokratische Regeln, Altersgrenzen oder sonstige Ausschlusskriterien gehindert werden, an Fördermaßnahmen teilzunehmen. Und darum kann man hier, glaube ich, sagen, die Grundsatzentscheidung, die Vorrangprüfung abzuschaffen und nach 4 Monaten die Möglichkeit zu haben, direkt in den Arbeitsmarkt vermittelt zu werden, ohne diese Hürde, ist gut.
Ich habe mal nachgeschaut, wie viel, weiß nicht, ob das die aktuellste Pressemitteilung ist, der Minister kann vielleicht etwas dazu sagen, wie viel in diesem Wirtschaft-Integriert-Programm drin sind. Da stand etwas von 300 Personen. Das sind nicht alles Flüchtlinge, sondern klar, das ist ja für alle gedacht, das Programm. Es zeigt also, kommen Sie bitte zum Ende, Herr. Danke. Es zeigt also, was wir noch für einen Handlungsbedarf haben. Und ich glaube schon, das geht in die richtige Richtung, aber es ist natürlich erst einmal ein ganz kleiner Schritt, aber wie gesagt, in die richtige Richtung. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Roth das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine kurze Überschrift. Ein ganz langer Text und eine schmale, wenn auch wichtige und richtige Regelung. Das fällt mir ein, wenn ich mir diesen Antrag anschaue. Gestatten Sie mir eine Zusammenfassung, die, was die meisten Punkte in diesem Antrag angeht, die Zusammenfassung eines Theologen. Über die meisten Punkte könnte man schreiben, auf ihr Knechte jubelt mir zu. Das gilt für uns gemeinsam. Denn wer will das leugnen? In den zurückliegenden Wochen und Monaten haben wir, was die Bewältigung der Flüchtlingskrise angeht, in diesem Haus eng zusammengestanden. Und das halte ich dem Thema und der Sache auch angemessen. Ich habe gesagt, eine schmale, aber wichtige und richtige Regelung, und das ist das einzig Neue, was ich in diesem Antrag lese, die Verkürzung der Vorrangprüfung. Alles andere war noch einmal Bestätigung dessen, was wir in vielen anderen Anträgen und Papieren gelesen haben, miteinander verabschiedet haben. Jetzt geht es um diesen Punkt. Und noch einmal richtig und wichtig, und dennoch bleiben Fragen. Ich habe mir die Mühe gemacht, im Gesetzestext zu schauen des Bundesintegrationsgesetzes. Da ist zu lesen, in der Erläuterung dazu, auch wer einen schnelleren Einstieg in Arbeit nehmen will, erhält dafür mit dem Integrationsgesetz neue Chancen. Die Vorrangprüfung wird befristet für 3 Jahre bei Asylbewerbern und Geduldeten ausgesetzt und damit auch die Tätigkeit in Leiharbeit ermöglicht. Da steht nichts von einer Befristung. Da steht nichts von 3 Monaten. Womöglich habe ich etwas da nicht verstanden. Die Vorrangprüfung wird ausgesetzt. Unter einer Prämisse kann sie nach wie vor gelten, wenn die Arbeitsmarktsituation vor Ort so wäre, dass dadurch andere deutlich abgehängt wären, dann würde auch Vorrangprüfung dort gelten. Ansonsten gilt sie nach meiner Interpretation des Gesetzestextes als ausgesetzt für 3 Jahre. Ein zweiter Punkt, eine zweite Frage, die sich für mich damit verbindet, im gleichen Zusammenhang: Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit wird ohne Vorrangprüfung erteilt. So lese ich das im Rahmen des Bundesintegrationsgesetzes. Vielleicht, Herr Minister, können Sie die beiden Fragen gleich ihrerseits erläutern. Der Bundesrat hat schließlich am 7. Juli diesem Gesetz, das eingebracht war durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern vom Bundeskabinett beschlossen, den Bundestag passiert hat, dann im Bundesrat am 7.7.16 beschlossen. Und mit dem Gesetz beschlossen wurden auch so Dinge, die wir
im Gesetz nicht geregelt haben, aber in einer Verordnung stehen. Das sind konkret drei Punkte. Und in dieser Verordnung steht auch noch einmal, Kerninhalt der Verordnung sind ein auf drei Jahre befristeter Verzicht auf die Vorrangprüfung in Agenturbezirken, die von Bundesländern selbst benannt werden sollen. Meine Eingangsbemerkung, richtig und wichtig, was die Regelung angeht. Aber meine Frage nach dem, was ich hier lese, warum bei uns noch drei Monate, wenn der Gesetzestext es erlaubt, sie ganz aufzugeben. Das wäre eine Erläuterung dazu. Und ansonsten gilt das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich muss nicht zu den Dingen, die im Antrag drinstehen, die wir hier rauf und runter bisher diskutiert haben, meinerseits jetzt noch einmal wiederholen. Herr Minister, ein paar mehr Fragen als Antworten. Ich hoffe aber, dass Sie auf diese Fragen eine Antwort haben. Weißt du? Danke, Herr Roth. Für DIE LINKE erteile ich Ihrer Fraktionsvorsitzenden, Frau Wissler, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Weltweit sind Menschen auf der Flucht vor Krieg, vor Elend, vor Verfolgung. Viele dieser Flüchtlinge leben über Jahre hinweg in überfüllten Flüchtlingslagern in der Türkei oder im Libanon, ohne Schulen für ihre Kinder, ohne Arbeit, ohne Perspektive. Und viele dieser Flüchtlinge steigen in ihrer Not und ihrer Verzweiflung auf unsichere Boote. Immer mehr Menschen ertrinken im Mittelmeer, weil ihnen die legale Einreise nach Europa versperrt ist. Ich finde, das ist eine Schande. Deutschland ist eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt und trägt zudem Verantwortung, Mitverantwortung für viele Konflikte in der Welt. Menschen in Not muss geholfen werden. Sie dürfen nicht abgewiesen werden, meine Damen und Herren. Und das Asylrecht ist ein Grundrecht. Es darf nicht weiter beschnitten werden, und es kennt auch keine Obergrenze. Nach ihrer beschwerlichen, oft lebensgefährlichen Flucht brauchen die Menschen hier eine Perspektive. Und dazu gehört unbedingt auch der Zugang zum Arbeitsmarkt, über den wir heute reden. Leider ist das bisher mit erheblichen Hindernissen verbunden, insbesondere wenn der Asylantrag noch nicht anerkannt wurde. Bisher galt faktisch ein Arbeitsverbot. Und dabei ist es ja unbestritten wichtig, dass die Menschen Perspektiven haben. Für einen Menschen, der neu ist in Deutschland, ist es sehr schwer, überhaupt einen Job zu finden. Sprachhindernisse stehen dem Weg, fehlende, nicht anerkannte Qualifikationen, leider eben aber auch Vorbehalte. Und ich will nur sagen, dass so etwas wie die Wohnsitzauflage, die jetzt geplant ist in Baden-Württemberg unter anderem, auch solche Auflagen werden die Integration in den Arbeitsmarkt weiter erschweren, meine Damen und Herren. Und wenn dann tatsächlich jemand eine Aussicht auf einen Job hat, dann musste er, bevor er anfangen konnte, bei der Ausländerbehörde eine Arbeitserlaubnis beantragen. Diese gibt dann den Vorgang an die Arbeitsagentur weiter, die die heute diskutierte Vorrangprüfung durchführt. Die Arbeitsagentur kann dann sogenannte bevorrechtigte Arbeitnehmer aus ihrer Kartei benennen, und der Arbeitgeber muss dann begründen, warum diese Kandidatinnen oder Kandidaten nicht geeignet sind. Erst dann signalisiert die Arbeitsagentur der Ausländerbehörde, dass die Arbeitserlaubnis für diesen Job erteilt werden darf. Dieser Vorgang kann sich über Wochen, teilweise sogar über Monate hinziehen. Und das ist nicht nur eine lange Verzögerung für die betroffenen Menschen, sondern das ist eben auch eine bürokratische Hürde, die in der Praxis dann eben dazu führt, dass ein noch so wohlwollender potenzieller Arbeitgeber abgeschreckt wird. Und in der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Vorrangprüfung nur nichts anderes als eine Hürde und eine unnötige Schikane ist. Und deswegen ist es richtig, dass sie abgeschafft wird. Damit werden Menschen vom Arbeitsmarkt abgehalten, sie werden ausgebremst, und sie drohen, in der Schwarzarbeit zu landen. Und deshalb kann die Bundesagentur für Arbeit seit dem Sommer auf die Vorrangprüfung in Einzelregionen verzichten. Und in ganz Hessen macht sie mittlerweile davon Gebrauch. Das ist gut. Das hat jetzt mit der Landesregierung nicht allzu viel zu tun, wie der Antrag suggeriert. Aber trotzdem ist das gut und wichtig, dass das so durchgesetzt wurde. Aber die Arbeitsbedingungen müssen auf jeden Fall weiter kontrolliert werden. Denn hier wird vor allem kontrolliert, ob die Entlohnung deutlich schlechter ist als üblich oder kein Mindestlohn gezahlt wird.
Und ich will darauf hinweisen, dass, weil ja auch die Unternehmen in dem Antrag erwähnt sind, dass auch hier, ähnlich wie bei der Schaffung der Ausbildungsplätze, es vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen sind, die Flüchtlinge eingestellt haben. In den 30 DAX-Konzernen wurden bisher, die Zahl stammt von gestern, sage und schreibe 63 Flüchtlinge eingestellt, in allen 30 DAX-Konzernen, meine Damen und Herren. Auf gar keinen Fall aber dürfen Migranten und die schon länger hier Arbeitssuchenden gegeneinander ausgespielt werden, indem Asylbewerber und Geduldete als Lohndrücker eingesetzt werden. Und auch die immer noch sogenannten 1-Euro-Jobs sind keine akzeptable Alternative zu einer fair bezahlten und erfüllenden Beschäftigung. Sie geben keine Perspektive und sie geben keine Würde. Und dass Andrea Nahles als Bundesarbeitsministerin jetzt 80-Cent-Jobs für Flüchtlinge plant, meine Damen und Herren, das halte ich für ein Armutszeugnis. Ein großes Hemmnis für die Integration in den Arbeitsmarkt sind auch die fehlende Anerkennung von Qualifikationen. Das hat vielfältige Gründe. Diplome, Urkunden gingen auf der Flucht verloren, werden nicht anerkannt. In vielen Ländern gibt es auch nicht ein solches formalisiertes Ausbildungsverfahren. Also deshalb ist es wichtig, auch die Qualifikationen von Zuwanderern zu erfassen, anzuerkennen, damit eben diese Qualifikationen auch genutzt werden können. Es besteht auch ein dringender Verbesserungsbedarf bei den Beratungsstellen, die die Menschen neben allen weiteren wichtigen Aufgaben, wie z.B. der psychosozialen Betreuung, auch durch den Behördendschungel auf dem Weg zu einer Arbeit begleiten. Hier sind wir von einer flächendeckenden Versorgung weit entfernt. Und ich finde, ehrlich gesagt, das sind so Punkte, wo sich die CSU mit ihren täglich neuen Vorschlägen einmal austoben könnte, statt das gesellschaftliche Klima immer weiter zu vergiften. Ich will noch einmal deutlich machen, die schwarz-grüne Landesregierung, die schwarz-grüne Koalition lobt sich für die Fortschritte bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig kommen aber aus Teilen der Unionsparteien, Herr Bocklet hat das auch angesprochen, vor allem aus Bayern, immer schrillere Querschüsse. Eine solche Stimmungsmache ist eine schwere Bürde. Sie zerstört, das zerstört die Willkommenskultur, und es zerstört die Integrationsbemühungen in der Gesellschaft und seitens der Zuwanderer. Und es schürt Ängste und Misstrauen, und am Ende stärkt es die AfD. Vor allem Teile der Union folgen der irrigen Annahme, man könne der AfD das Wasser abgraben, indem man ihre Forderungen und Parolen übernimmt. Damit schwächt man die AfD aber nicht, man stärkt und ermutigt sie. Im Zweifel wählen die Menschen dann eben doch das Original. Das haben die vergangenen Wahlen allesamt gezeigt. Und ich finde, dieses Ausmaß an Erfahrungsresistenz, insbesondere bei der CSU, das finde ich wirklich erschreckend. Schauen wir einmal zurück. Bei der Europawahl 2014 war die Kampagne der CSU „Wer betrügt, der fliegt". Das Ergebnis war, die CSU verliert 8%, die AfD gewinnt 8%. Danach stellte der ausgeschiedene CSU-Europaabgeordnete Posselt fest, Zitat, man soll nie versuchen, das Stinktier zu überstinken. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz versuchte die CDU-Kandidatin Julia Klöckner, sich bundesweit zu profilieren, indem sie über Begrenzung von Zuwanderung und den Umgang mit dem Islam, indem sie das ins Zentrum stellte. Das Ergebnis, die AfD erreicht 12%, die CDU verliert. Landtagswahl Sachsen-Anhalt, Ministerpräsident Haselhoff, der fordert im Wahlkampf Obergrenzen für Flüchtlinge. AfD ist am Ende wieder der Gewinner mit 24%. Und jetzt zuletzt die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, CDU-Innenminister Cafier fordert zusammen mit den Innenministern der Union die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft und ein Burka-Verbot. Den ganzen Sommer führen die Innenminister der Union eine Geisterdebatte über Burka, über doppelte Staatsbürgerschaft, über angeblich fehlendes Nationalbewusstsein. Ja, und wer kann von der Themensetzung, wer kann von dem Schüren von Ängsten wieder profitieren? Es ist die AfD, und die kann sich für die Wahlkampfunterstützung, insbesondere bei der CSU, nur herzlich bedanken, meine Damen und Herren. Indem andere Parteien die Parolen der AfD übernehmen und deren Forderungen teilweise in Gesetze gießen, wird die AfD doch aufgewertet und legitimiert. Beatrix von Storch hat vor Kurzem gesagt, der AfD sei es aus der außerparlamentarischen Opposition heraus gelungen, die Politik zu verändern. Muss man sagen, leider ja. Das Asylrecht hat derartige Verschärfungen erfahren in den letzten Jahren.
Und das Problem ist, dass die AfD faktisch die politische Agenda bestimmt. Das kann sie aber nur, weil andere Parteien damit aufspringen, und zwar in allererster Linie die CSU, die genauso weitermacht wie vorher, die Seehofers, die Söders, die Scheuers. Die bereiten den Resonanzboden für die AfD, indem sie jetzt gerade wieder ein Papier vorgelegt haben. Die Süddeutsche hat das als AfD-Nachplapperpapier bezeichnet, indem sie weitere Vorschläge machen, die nicht nur dazu dienen, das Klima weiter zu vergiften, meine Damen und Herren. Es ist notwendig, und das tun wir heute, über die echten Herausforderungen zu sprechen, statt weiter Ängste und Vorurteile zu schüren. Menschen mit niedrigem Einkommen dürfen nicht gegen Flüchtlinge ausgespielt werden. Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, damit die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt nicht noch größer wird. Wir brauchen ein ausreichendes Angebot an Deutschkursen, auch für Menschen mit vermeintlich schlechter Bleibeperspektive. Wir brauchen Regeln auf dem Arbeitsmarkt, die alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen und die Lohndumping verhindern. Flüchtlinge müssen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden und nicht gegen die schon länger hier lebenden Menschen ausgespielt werden. Das Wichtigste aber, meine Damen und Herren, ist doch das gesellschaftliche Klima, auf das Zuwanderer hier treffen. Vorurteile, Rassismus, stellenweise Gewalt und Bedrohung sind leider für viele Zuwanderer Alltag. Dazu kommt, dass ihnen mit Gesetzen wie mit dem sogenannten Integrationsgesetz, das die Große Koalition beschlossen hat, pauschal Unwille zur Integration unterstellt wird. Zuwanderern wird darin mit Sanktionen gedroht, wenn sie keinen Deutschkurs besuchen. Dabei ist die Nachfrage nach Deutschkursen nach wie vor viel größer als das Angebot. Ganze Flüchtlingsgruppen werden faktisch ausgeschlossen davon, unter anderem Flüchtlinge aus Afghanistan. Kommen Sie zum Schluss, Frau Wissler. Ich komme zum Schluss und will enden. Der Hessische Rundfunk hat vor kurzem einen sehr hörenswerten Beitrag über einen kanadischen Autor namens Doug Saunders gemacht, der untersucht hat, wie Städte die Ankunft von Einwanderern unterstützen können. Die ideale Ankunftsstadt hat er sich dabei angeschaut. Und er kommt zu dem Schluss, Integration von oben funktioniert nicht. Entscheidend sei, dass man die Selbstintegration der Migranten nicht behindere. Und er sagt, Zitat, man sollte Migranten nicht als Leute ansehen, denen man Integration von oben verordnen muss, sondern als Menschen, die von sich selbst aus integrieren wollen und dafür die nötigen Ressourcen brauchen. In diesem Sinne, glaube ich, sollte man diese Ressourcen bereitstellen und Zuwanderer nicht einem Pauschalverdacht aussetzen. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Ich erteile unserem Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir, das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank. Ich wollte eigentlich anders anfangen, aber ich fange jetzt mal mit Ihnen an, Frau Kollegin Wissler. Ja, ausdrücklich richtig. Doug Saunders, der die Arrival Cities beschreibt, zum Beispiel zu sagen, mit dieser Arrival City hat es Offenbach auf die Biennale nach Venedig geschafft. Sagen alles richtig. Nur an dieser Stelle muss man auch sagen, wir reden ja gerade darüber, was wir dafür tun können, damit diese Bedingungen geschaffen werden. Und ich finde, an dieser Stelle, jetzt kommt der kritische Teil, vorher hat hier niemand die AfD erwähnt. Sie haben es gerade gefühlt 17 Mal getan. Und ich glaube, es kommt am Ende des Tages darauf an, dass wir in der Realität nicht darüber reden, zu sagen, was andere, die Interesse daran haben, dass es nicht funktioniert, als Teufel an die Wand malen, sondern dass wir alle miteinander etwas dafür tun, dass es funktioniert. Und genau deswegen, sind wir jetzt in einer Situation, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch einmal thematisieren, was gut funktioniert. Nicht im Sinne von Lob oder Eigenlob, sondern dass wir einfach diesen Satz, wir schaffen das, über den ja jetzt lange gestritten wurde, letzte oder vorletzte Woche, als der sich das erste Mal gejährt hat, ob der richtig oder falsch war oder wie er gemeint war oder was er ausgelöst hat mit allem, was dazugehört. Ich sage es einmal so rum. Ich habe immer Angela Merkel kritisiert davon, dass sie irgendwas für alternativlos erklärt hat. Aber ich will an dieser Stelle mal ausdrücklich sagen, wir haben keine Alternative dazu, als an dieser Stelle dieses Wir schaffen das wahrzumachen. Wir müssen das schaffen, und wir wollen das schaffen. Das heißt, dass wir
den in unser Land gekommenen Flüchtlingen, die bei uns bleiben, nicht nur Schutz, sondern auch Perspektiven bieten wollen. Und wir haben dabei als Hessen einen guten Start hingelegt. Ich will aber ausdrücklich sagen, vor einem Jahr wurde ja lange über die Frage diskutiert, wie schnell das geht oder wie lange das dauert, mit allem, was dazugehört. Ich habe damals gesagt, dass wir keinen Sprint vor uns haben, sondern einen Marathon. Und wir haben von diesem Marathon immerhin ein paar Kilometer zurückgelegt, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Allerdings gibt es durchaus Anlass für Optimismus. Arbeit. Janine fordert es nicht heraus. Ich freue mich auch nicht über alles, was aus Bayern kommt. Aber neulich gab es auf Spiegel Online so ein Spiel. Wer hat es gesagt? Wagenknecht oder Petri? Und ich lag bei der Hälfte der Sachen falsch. Also insofern, an dieser Stelle sagen wir, wollen, dass es gelingt. Wir wollen, dass es gelingt. Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung sind die Schlüssel zur Integration. Und auch die Sprache wird letztlich so am besten gelernt, nämlich durch den alltäglichen Gebrauch. Wir wissen, dass ein Drittel bis die Hälfte der Flüchtlinge keine oder unzureichende Schulabschlüsse haben, dass in den Herkunftsländern die duale Berufsausbildung nicht bekannt ist, dass von den meisten natürlich bei der Ankunft kaum Deutsch gesprochen wird. Das sind die Herausforderungen. Die gute Nachricht ist, auf der anderen Seite sind sehr viele junge und auch motivierte Menschen zu uns gekommen. Und wir haben frühzeitig gehandelt. Wir haben die Landesinitiativen aufgestockt, und zwar nicht nur im Bereich Wirtschaft integriert. Die regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets wurden auf 25,5 Millionen € in diesem Jahr aufgestockt, die allen zur Verfügung stehen, nicht nur den Flüchtlingen, sondern allen. Wir haben passgenaue Angebote entwickelt mit den Kommunen in Sachen Sprachförderung, Beratung und Qualifizierung. Und wir haben das Programm Wirtschaft integriert im April gestartet. Und ich bin weiterhin wirklich stolz darauf, obwohl eigentlich kann man darauf nicht stolz sein, dass es bundesweit seinesgleichen sucht. Ich hätte gerne, dass wir in diesen Bereichen kopiert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man die Zusammenarbeit zwischen der Politik, zwischen der Bundesagentur für Arbeit, zwischen Handwerkstag, Industrie- und Handelskammern und dem Bildungswerk der hessischen Wirtschaft. So haben wir das gemacht, damit wir jungen Flüchtlingen und Zuwanderern den Weg zum Berufsabschluss ebnen. Eine nahtlose Förderkette von der Berufsorientierung bis zum Berufsabschluss, die für alle offen ist, die unter 27 sind und nicht genug Deutsch sprechen, um eine Ausbildung ohne Hilfe zu absolvieren, auch für junge Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, oder auch für EU-Zuwanderer, die schon länger bei uns sind. Und damit so früh wie möglich gefördert wird, können auch Asylbewerber mit Bleibeperspektive und geduldete junge Menschen ohne Arbeitsverbot teilnehmen. Und ich will ausdrücklich sagen, was machen wir da? Am Anfang steht die Berufsorientierung. Die jungen Leute erproben sich 3 Monate lang praktisch in mindestens 3 Berufsfeldern, lernen die Arbeitswelt kennen. Das geschieht meist in den Werkstätten der Bildungsstätten des Hessischen Handwerks, mit Begleitung, mit Verbesserung der Deutschkenntnisse und mit Unterstützung bei der Berufswahl. Wir haben 1.000 Plätze in diesem Bereich. Ich will noch einmal, Herr Kollege Rock, weil Sie die Zahlen angesprochen haben, noch einmal sagen, das hört sich auf den ersten Blick vielleicht nicht viel an. Aber wenn Sie überlegen, dass im letzten Jahr 80.000 Menschen zu uns gekommen sind, die dauerhaft in Hessen bleiben, nicht in andere Bundesländer weiterverteilt worden sind, dass wir davon ausgehen, dass ungefähr die Hälfte bei uns bleibt, die andere Hälfte nicht, dass wir da also 40.000 Menschen haben. Wenn Sie dann noch sehen, dass wir ungefähr 25.000 Menschen in der Schule haben, können wir mal davon ausgehen, dass vielleicht 5.000 aus dem Bereich auch EU-Seiteneinsteiger kommen. Das heißt, dass ungefähr die Hälfte von denen, die bei uns bleiben, noch in der schulischen Ausbildung ist. Und dass es ja auch Leute über 27 gibt, dann ist das gar nicht so wenig. Und ich glaube, an dieser Stelle Einstiegsqualifizierung ist das Nächste, was folgt. Dann die Frage, dass die jungen Leute 6 bis 12 Monate in einem Ausbildungsbetrieb verbringen, in einer Einstiegsqualifizierung mit einem Stützangebot aus berufsbezogener Sprachförderung, Förderunterricht, Integrationshilfen und sozialpädagogischer Begleitung. Das sind dann noch 700 Plätze, die wir finanzieren. Und danach schließt sich dann die betriebliche Ausbildung an mit intensiver Ausbildungsbegleitung, mit Sprachförderung. Da fördern wir 400 Plätze.
weil wir davon ausgehen, dass es auch Leute gibt, die irgendwann ihren Weg selbst machen und diese Stützung nicht mehr brauchen. Deswegen geht das nach hinten raus sozusagen mit weniger Plätzen, die gefördert werden. Die bisherigen Erfahrungen sind ermutigend. Wir haben im April begonnen. Es ist September. Wir haben bisher 450 Teilnehmende, die in der Orientierungsphase sind. 70 haben die Orientierungsphase hinter sich, gehen in die Einstiegsqualifizierung. 8 von denen haben das gar nicht mehr gebraucht, sondern sind direkt in eine Ausbildung gegangen. Ich will ausdrücklich sagen, danke an alle, die da mitmachen, aber danke auch an die Unternehmen, die auch bereitstehen, weil das Ganze steht und fällt mit der Frage, ob das auch einen Praxisbezug hat, dann, wenn es in Richtung betriebliche Ausbildung geht. Alle machen mit. Ich will an dieser Stelle aber auch noch einmal sagen, wenn das BAMF schneller wäre, dann wäre vieles besser. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Aber vieles von dem, was wir an Problemen haben bei der Frage, wie viele oder wie wenige erst in dem Bereich der Bundesagentur angekommen sind, hat etwas damit zu tun, dass die Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiterhin viel zu langsam sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich finde, dass in der Integration der Flüchtlinge nicht nur für diese jungen Leute eine Chance steckt, sondern dass auch für die hessische Wirtschaft eine Chance da ist. Motivierte junge Menschen können zu den gesuchten Fachkräften von morgen werden. In diesem Sinne, wir können das schaffen, wir wollen das schaffen und wir werden das schaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt zur Frage der Vorrangprüfung auch an dieser Stelle. Kollege Roth hat ein paar Fragen gestellt. Das Integrationsgesetz auf Bundesebene gibt den Ländern die Möglichkeit, die Vorrangprüfung auszusetzen. Und Hessen hat davon Gebrauch gemacht, und zwar flächendeckend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, die Vorrangprüfung ist jetzt in ganz Hessen, in jedem Agenturbezirk der Bundesagentur für Arbeit ausgesetzt, weil sich das Land Hessen so entschieden hat. Ich bin da ausdrücklich dafür. Ich habe da lange für gekämpft. Auch da, liebe Kollegin Wissler, nicht so denken, dass das etwas mit parteipolitischen Färbungen zu tun hat. Wir waren vor einem Jahr fast schon einmal so weit, dass wir die Vorrangprüfung ausgesetzt hätten. Der hessische Ministerpräsident war dafür, die Bundeskanzlerin auch. Danach gab es eine Intervention von Horst Seehofer und Sigmar Gabriel. Deswegen hat es dann jetzt noch länger gedauert. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt haben. Und manchmal geschehen die historischen Entwicklungen so, dass es kaum einer bemerkt. Die Vorrangprüfung hat jetzt fast 100 Jahre im deutschen Arbeitsrecht gestanden. Sie ist unter Reichspräsident Friedrich Ebert ins deutsche Arbeitsrecht gekommen. Damals übrigens auf Druck der Gewerkschaften, die sich sozusagen gegen Leute sozusagen aus Ostelbien, wie sie damals gesagt haben, gewehrt haben. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle gerade in Hessen bei einer Arbeitslosenquote von 5,3 %, wann, wenn nicht jetzt, bei so vielen bisher unbesetzten Ausbildungsstellen, wann, wenn nicht jetzt sagen können, auf diesen bürokratischen Aufwand können wir verzichten. Wir wollen die Integration durch Arbeit und wollen keine bürokratischen Hürden aufbauen, sondern wollen es möglich machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister, ich erinnere an die Redezeit. Letzter Punkt, der mir auch noch wichtig ist. Wir haben es jetzt auch geschafft, die 3-plus-2-Regelung hinzubekommen. Auch dafür haben wir uns auf Bundesebene eingesetzt. Das heißt, dass Unternehmen die Sicherheit haben, wenn sie einem Flüchtling, auch wenn er über keinen gesicherten Aufenthalt verfügt, ich habe über die Länge der Verfahren gesprochen, wenn er einen Ausbildungsplatz diesem jungen Menschen gibt, dass er dann auch die Sicherheit hat, aufenthaltsrechtlich, dass die Ausbildung beendet werden kann, 3 Jahre plus 2, und dann auch noch mindestens 2 Jahre im Betrieb gearbeitet werden kann. Auch das, glaube ich, wird dazu beitragen, dass Unternehmen sich noch mehr Mühe geben in dieser Frage, um ihre Ausbildungsplätze an dieser Stelle zu besetzen. Und das wird am Ende der Integration insgesamt helfen. Wir haben uns also früh auf den Weg gemacht als Hessen, als Landesregierung, als Hessischer Landtag, damit aus Flüchtlingen neue Bürgerinnen und Bürger werden. Das bedeutet, dass wir in diesem Prozess
der allen Seiten der Gesellschaft etwas abverlangt, nämlich jeweils Respekt vor den Rechten der anderen und die Gewährung von Chancen. Die Gewährung von Chancen, dass wir auf diesem Weg gut vorangekommen sind. Es gibt also Anlass für Optimismus. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Debatte angelangt und überweisen den Antrag zur Weiterberatung in den Wirtschaftsausschuss, mitberatend in den Sozialausschuss.